Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Und gerade in Bad Gleichenberg hat das Thema Gesundheit einen hohen Stellenwert. Die erstmals abgehaltene Gesundheitsmesse in der FH Joanneum zeigt die gesamte Bandbreite des Gesundheitsangebotes im Kurort. Der Tourismusverband Bad Gleichenberg ist dabei für die Organisation verantwortlich. Von Seiten des Tourismusverbandes der Region Bad Gleichenberg geht es uns darum, mit den Tagen der Gesundheit die historisch gewachsene, sich auf modernstem Niveau befindliche Gesundheitskompetenz unseres altehrwürdigen Kurortes entsprechend auch medial nach außen zu tragen. Bad Gleichenberg steht zu 100% hinter dem Thema Gesundheit. Das zeigt die Gesundheitsmesse im Foyer der Fachhochschule Joanneum. Die ortsansässigen Ärzte präsentieren in Vorträgen und mit Informationsständen das breite Spektrum ihrer Angebote. An vorderster Stelle steht das Kurhaus mit den umfassenden Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten. Ja, das Angebot im Kurhaus Bad Gleichenberg umfasst natürlich weite Teile der Bewegung. Das heißt, wir sind einerseits für die Kur, für den Stütz- und Bewegungsapparat in den verschiedensten Richtungen. Wir haben auch die Gesundheitsvorsorge Aktivwochen der BV, das neue Kursystem hier bei uns in Gleichenberg. Wir haben aber auch Kur für die Haut und die Lunge. Und das ist ganz wichtig auch für unser Haus, wir haben ein großes Ambulatorium, wo wir alle physikalischen Maßnahmen anbieten können. Die FH Joanneum in Bad Gleichenberg stellt die Räumlichkeiten für die Tage der Gesundheit zur Verfügung. Und das aus gutem Grund. Denn seit mehreren Jahren gibt es hier eine universitäre Ausbildung, die Gesundheit und Tourismus miteinander verknüpft. Die Fachhochschule zeigt dabei ihre hohe Gesundheitskompetenz. Wir versuchen auch, unser Studienprogramm so zu gestalten, dass die Studenten nicht nur viele Dinge lernen, sondern auch erlernen in ihrem Leben, zum Beispiel psychisch stark zu sein. Denn nur wenn man psychisch stark ist, wird man auch gute Leistungen bringen oder auch zufrieden und glücklich sein. Und unsere Studenten können hier zum Beispiel eben sich auch viel bewegen im Rahmen des Unterrichts und sie lernen auch andere Leute zu trainieren. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Zukunftsteil für alle Menschen. Der Höhepunkt und Abschluss der Tage der Gesundheit, ein Podiumsgespräch mit Lukas Müller. Zur Erinnerung, der junge österreichische Skispringer ist beim Training auf der Skiflugschanze am Kulm in Bad Mitterndorf schwer gestürzt. Diagnose: inkomplette Querschnittslähmung. In seinen Vorträgen erzählt der Sportler vom Kampf zurück in ein normales Leben, seinen Therapien und der Rehabilitation. Dabei ist immer wieder das Thema Bewegung und Psyche im Mittelpunkt. Ja, man muss sagen, wenn man sich bewegt, dann hat das einen direkten Einfluss auf die Psyche. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt laufen gehen auf einen See und Sie sehen das und sind in der Natur und kommen mal weg von dem Alltag, der Sie ja sonst dominiert, dann hat das schon einen immensen Einfluss, wenn das, sagen wir mal, gar nicht so regelmäßig passiert. Das, was ich erleben habe dürfen, das weiß ich, das kann nicht jeder haben. Aber das muss ja nicht jeder haben, weil wenn sich jemand bewegt, dann tut er schon was für sich und vor allem, es reguliert die Seele.